Aber I say boom boom boom, everybody say way ho. Way ho. I say boom boom boom, everybody say way ho. Way ho. Oh, try me, bitch. Bist du das? Ja. Sieht ja aus wie Kim Kardashian in Schwarz. Und ich bin heute schon seit 4 Uhr on. What? Warum? Ich bin gestern, ich wollte gestern Powernap machen um 17 Uhr und bin um 4 Uhr aufgewacht. Digga, Powernap ist so halbe Stunde, er schläft so. Powernap ist so ekelhaft. Stunden, Junge. Pizza mit Dönerfleisch und Champignon. Ehrenhaft. Champignons sind echt ekelhaft. What the fuck? Was ist falsch mit dir? What the fuck? Aber nichts ist ekliger als Lukas Rührei, Alter. Digga. Du musst das richtig runterzwingen. Digga, als Maul, das ist doch voll. Er macht einfach so ein Liter Milch in Ei rein. Das war so. Digga, das konnte ich trinken im Glas, Alter. Digga, hast du schon mal Rührei gemacht in deinem verfickten Leben? Ja, aber noch nie mit Milch. Bist du dumm? Das macht man immer mit Milch. Ich hab Stefan? Noch nie Rührei mit Milch gemacht. Noch nie, ne? Noch nie. Was? Nee, ne? Alter, okay. Rührei lässt du so, wie sie sind und tust sie und sagt, rühren. Oh, Junge, was würden wir ohne Stefan? Er wollte, glaube ich, irgendein gemixtes Omelett oder sowas machen, Alter. Digga, ich hab schon so entzündete Nasendinger, ne? Ja, den ganzen Tag, wenn du den ganzen Tag in der Nase popelt, ist klar. Digga, Finger ist immer bis Gehirn drin, Alter. Even war bestimmt so einer, der hat in der Nase gebotten, dann unter seinem Tisch abgeschmiert in der Schule. Hab ich gemacht, bis ich 12 war oder so. Beim Umzug, Alter. Da hab ich erstmal gesehen, was da so alles zustande kommt. In 10 Jahren, Alter. Alter. War ja Junge, Alter. Da war einfach so eine extra Schicht. Alter, ich bin am Essen, du Wichser. Enter sagt, er geht tilted, landet da Paradise. Ja, weil das das Closeste ist und ich habe das Gefühl im Urin, dass der... And you really wanna, and you... Ich hab heute I do, I will, he I would, do. I he could, he will. Genau der. Ich hab mich gar nicht verhaspelt, Alter. Hä, oh, hey, Digga, na klar, du hast keinen Satz aus dir rausbekommen. Nein. I would, I would, I really appreciate if I... Ich hasse euch zu sehen. Digga, scheiß Pollenallergie, Mann. Haha. Ha. Ich hoffe, du erstickst. Wieso steht da ganz unten links Party mit so einem Lautsprecher-Teil? Weil du behindert bist, in der Party reden kannst. Ja. Ey, mir talk, der sieht aus wie Stefan mit grauen Haaren, Alter. Ey, jetzt mal Real Talk, ne? 1:1, Alter. Was? Ey, das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Noch das Muttermal, Alter, da hat mal Stefan. Das ist dein Fitnessgerät, Alter. Damit sitzt du immer vom Fernseher, schaust The Walking Dead am Abend. Hä, wird das irgendwie kleiner oder bilde ich mir das ein? Hat sich deine Freundin auch nach einer Weile gedacht. Uff, Alter. Wenigstens muss sie nicht erstmal 30 Minuten suchen, ne? Der sucht, der oh. Findet, der drauf tritt, verschwindet. Flamingos sind schwuler. Kurzes Mic geblowt. Danach mein Cock. FBI! Was los? Ich fliege! Oma, ich komme! Leonie! Ja? What's your Insta-Account? Leonie LC! Leonie in der Küche 1, 2, 3!
Leonie Koch. Wenn du irgendwelche weiblichen Abonnenten hast, jetzt nicht mehr. Nein. Wisst ihr, was mir letztens aufgefallen ist? So, die most underrated Tiere auf dieser Welt sind einfach Tauben, Alter. Die werden so von der Gesellschaft gehasst, obwohl das eigentlich voll Viecher sind, Alter. Digga, was? Und erstmal ekelt er sich, wenn eine Taube den auf den zufliegt. Safe Call, Alter. Nee, Tauben sind cool. Tauben sind meine Homies. Esst mehr Tauben. Die sind genauso cool. Esst mehr Tauben. Esst mehr Tauben. Ey, ich wurde als Kind mal so richtig verstört, ne? Ja, so an der Grundschule, wo ich war, gab es immer so einen Typen, der mit so einem Müllwagen da lang gefahren ist und so. Der dicke Michi von den wilden Kerlen. Und der hat einfach mal so eine Taube da reinbekommen in dieses Säuberungsauto, Alter. Da hat's richtig gespritzt, Alter. So, pff, Ketchup, lecker auf die Pommes. 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 Hä? Ich schwör, der Busch hat sich gerade bewegt. Hey! Holy shit. Ihr packt gleich sowas von aus der Map. Minecon 2012. Ich schwöre, da gehen nur 13 oder kleine Kinder. Ey, ich stehe immer vor die 13-jähriger Junge. Was du von einem neuen Blog-Update hältst. Scheiße, ich bin rausgesprungen. Das ist pleasant. Das ist pleasant. Ey, ich hab so letztens ein Video gesehen. Do you have cool comments for your end comment blog? Minecraft Top 10 Häuser. Ich kann das gar nicht beschreiben, so als ob der Bass so dreimal so viel milchig, ist. Das ist verschwendet so. Digga, deine Mom ist milchig von mir, Mann. Was labert der? Meine Mom ist milchig von dir, von deinen fetten Männerzitzen, du fette Sau, Alter. Nee, ich bin auf der Welt. Gesundheit. Danke. Digga, was? Digga, no way. Was? No way. Ah, das war aber lange so. Das hast du gerade gemacht, oder? Was ist gerade passiert? Luca? Holy shit! Dann die Lottozahlen für morgen an. 7, 8, 6, 9, 4, 7. Und die Lottozahl ist 4. Die Lottozahl ist 4. Ich lieb, wenn Stefan wieder ready ist. Ehrenmann. Ja, Stefan. Junge, Alter. Anton hätte einfach mal so eine Faust verdient, Junge. Alter, ich hab keine Faust verdient. Hast du finanziert oder was? Jo. Was hast du denn für eins? Astra J. Ist J ausgeschrieben oder J nur der Buchstabe? Nein, der Buchstabe, der Buchstabe. Ist dein Ernst? J ausgeschrieben? Kann ja sein. Add J, add. Wie hättest du das ausgeschrieben? Sag mal, wie J-O-T oder was? J. Guck mal, sowas packt er nicht in Trash Talk rein, doch, Alter. Das pack ich rein. Ich glaub, bei Schlecker gab es den besten 50 Cent ICD, den du bekommen hast. Ah, Alter, 45 Cent! Boah, der war bestimmt richtig gesund. Und dann kommt so niemand so aus dem letzten Eck. Immer ein bisschen voll gesund, voll wiegen, oder? Wahrscheinlich hast du schon damals so drüber geredet. Wurdest bestimmt geschlagen in der Schule. Ey, hier ist Video. Bestimmt in der Schule geschlagen. Aber nur von der Lehrerin. Alle kommen so, boah, alle saufen so. Und dann kommt der voll ungesund. Euer Pausenbrot ist gar nicht vegan. Uff, mein Bäuerchen riecht nach Nagellackentferner. Digga, was? Was? Wieso? Ich weiß es nicht. Ich hab mich gerade voll daran erinnert. Digga, bist du behindert? Apropos Schadenfreude, ich hab einen Kollegen, der ist da voll gar nicht drauf hergekommen, dass ich so schadenfroh war. Wir waren saufen, ne? Und der ist dann halt so besoffen gewesen, der ist in den Busch gefallen rückwärts. Ich bin so abgekackt, ich hatte eine Woche keinen Kontakt mehr mit ihm.
der war so sauer, dass ich ihn ausgelacht habe. Aber es sah zu lustig aus, weil er dann so mit den Beinen nach oben im Busch lag. Royaler Sieg! Fang es bald, die Fkoschke!